seiner Haut will ich trotzdem. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück in der Kolonie, zurück in der Barriere, zurück beim harten Gesocks. Ich habe schon vernommen in den Kommentaren, dass mein Charakter durchaus eine sehr interessante Persönlichkeit hat und die hier in der Kolonie auch auslebt. mehr sage ich dazu jetzt, glaube ich, auch gar nicht. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbricht? Heißt das nicht spiritueller Anführer? Nicht spiritueller? Also ich sag mal alles drei. Ich weiß, dass er nur das letzte hören will. Aber ich sag mal alles drei. Kor-Kalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Die da hinten drücken unsere Grund. Ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Oh, der eine hat genug. Nee, doch nicht. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Sagst du? Geh zur Seite! Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten Sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Geh zur Seite! Ja, ist ja in Ordnung. Entschuldigung. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich meinen Charakter auch weiter ausleben. Ich hatte ja sowieso noch vorzugucken bezüglich der Waffe, von der ich erzählt habe. Der Zweihandwaffe. So. Wenn du Streit suchst. Ich glaube, hier werde ich aber. Da hast du noch mal Glück gehabt. Hier, glaube ich, werde ich tatsächlich Gaswaffe benötigen. Ja, wäre das ganz anders gelaufen. Waffe weg. Gut. Wenn du. Okay, Gorn ist auch am Start. Das ist nicht so gut, weil der ist unsterblich. Nee, dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Gequatscht wird viel. Weil einmal hat der hier eine Axt, die interessant sein könnte. Aber bei uns für dich muss ja nicht jeder sein. Gott. Also das passiert mir nicht nochmal. Gibt's keine Taste, mit denen ich das fallen lassen kann, ne? Wenn du streichst. Ich würde gerne wissen, wie viel Schaden die Waffe von Torloff macht. Mach das nicht nochmal! Oh Gott. Die Bogenschützen dürfen mich nicht töten. Fuck. Ich will nur wissen, wie viel Schaden die Waffe macht. Ich würde ja wieder laden, das würde mich nur interessieren. Es war Okay, Versuch Nummer 2. So. Okay, bin bewusstlos geschlagen. Gut. Dann kann ich jetzt gleich gucken, wie viel Schaden die Waffe macht. Dann weiß ich nämlich, ob ich die haben will oder nicht. Ich hätte auch schon eine Idee, wie ich ihn bewusstlos schlagen könnte, ohne dass alle böse werden. Anscheinend darf ich gegen ihn kämpfen, aber nicht umhauen. Das heißt, ich kann ihn aggressiv machen,
ihn dadurch zwingen, mir hinterher zu laufen. Ja, ist ein bisschen besser. Kann ich aber auch noch gar nicht ziehen. Anziehen. Und ihn dann halt aus dem Lager locken, so. Das könnte ich natürlich machen. 10 Lernpunkte brauche ich noch. Dann habe ich die Meisterhaltung bei Zweihand. So, jetzt ist aber noch die Frage, Oryk ist hier ja noch bei Lee drin, soweit ich weiß. Du weißt, wo du hier hin sollst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Also, darf ich rein, ja? Hallo, Lee. Erstmal abwarten. Komm, du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Das kriege ich hin. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Da dürfen wir denen einen Tee machen. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt zu nahe kommt. Ich habe Schmerzen. Oryk hat genau die gleiche Stimme wie Lee und die stehen nebeneinander. Okay, so. Ich weiß jetzt nicht, ob die böse sind. Lees Axt 105. Oryks Axt ist sogar schwächer als die Kriegerstimme. Was passiert, wenn ich jetzt penne? Sind die draußen dann resettet? Wirklich, schöne Aussicht. Oryk rennt einfach weg. Nein, sind nicht resettet. Wirklich, schöne Aussicht. Jetzt ist die da drüben. Fuck. Er kommt aber auch nicht her, ne? Das ist halt echt... Wirklich. Lee. Schöne Aussicht. Es reicht. Und Oryk ist auch am Start. Ja, er schießt schon auf mich. Das wirst du noch bereuen. Nee. Mach ich dann. Mal noch nicht. Noch nicht. Kann sie eh nicht anziehen. Noch nicht. Die Waffe. Also ist jetzt nicht so wichtig. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Niemand darf ohne Parole passieren. Tetrian, doch! Hä? Okay, es tut mir leid. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da mal Tetridanoch? Tetriantroch? Keine Ahnung, hab sie vergessen. Kronos hat mir die Erlaubnis gegeben. Wahrscheinlich hast du recht. Was passiert, wenn man was Falsches sagt? Die Parole lautet Tetridanoch. Falsch! Okay. Parole sagen. Die Parole lautet Teriantroch. Falsch! Okay, dann haben wir noch die hier. Keine Ahnung, hab sie vergessen. Dann komm wieder, wenn sie dir wieder eingefallen ist. Und stehl mir nicht länger meine Zeit. Das Lustige ist, man kann ja an denen vorbei, ohne die Parole zu kennen, indem man einfach die Waffe zieht. Dann ziehen sie ihre Waffe, dann kannst du durchlaufen. Kronos hat mir die Erlaubnis gegeben. Wenn das so wäre, hätte er dir die Parole genannt. Verzieh dich, du Lügner. Ach ja? Ja? Wollen wir sehen, wer lügt? Hä? Wollen wir sehen? Ja? Die Parole lautet Tetriandoch. Das stimmt. Du kannst passieren. Danke. Hm? Lügner, hä? Hm? Blödmann. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Hallo Medarion. Lass mal quatschen. Okay. Gutes Gespräch, danke. Nefarius? Wer bist du? Ich bin Nefarius. Magier vom Kreis des Wassers. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Ich habe schon eine Menge geleistet. Muss uns eine Zeit lang du weißt haben. Du nichts davon. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Das war nicht besonders schlau. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söldner. Mhm. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Tor würde ich das jetzt nicht nennen. Hier. Um ehrlich zu sein. Aber ich spreche jetzt mal mit ihm erstmal. Hat sogar eine Kappe auf.
Sedoras, bitte sprechen Sie mit mir. Sedoras? Ich werde sauer. Hallo. Okay, jetzt reicht's mir. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Kor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Angar ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Kampfkraft und Wendigkeit. Wenn jemand den Verfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle 5 der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Hey, hey, hey. Das hört sich gefährlich an. Ja. Die Explosion wird rein magisch sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, also mein No-Shit, ich finde die zweite Gardistenrüstung sieht so cool aus. Keine Ahnung warum, die ist eigentlich sehr minimalistisch, aber vielleicht ist es auch genau das, was mir gefällt. Ich finde die auch hübscher als die dritte. Also die Torus trägt zum Beispiel. Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen. Die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, das werden wir jetzt, glaube ich, sogar noch öfter hören. Dieses mögest du in einem Stück zurückkehren. Hallo, Riordian. Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Einen? Alle. Satoras schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung.
Mhm. Ich habe alle gesagt. Ich kann ihn nicht looten. Ich kann ihn halt echt nicht looten. Frech. Muss ich ihn gleich nochmal umschlagen. Okay, nee, ist nichts Besonderes. Das wirst du noch bereuen. Werde ich das, ja? Hör auf, meine Tränke wegzutrinken. Ach du Scheiße. Oh Mann, wieso bin ich so, wie ich bin? Immer wieder dieselbe Leier. Okay. Ich habe 3 Stärketränke, das sind 9 Stärke. Aber ich will die erst trinken, wenn ich meine Stärke gekappt habe. Tatsächlich. Du hast nichts weiter zu sagen. Hier drin gibt es ja, glaube ich, Bücher. Die können wir aber ein anderes Mal lesen. Hey du! Myxier! Raus hier! Oh. Also, deine Magie ist ja nicht sonderlich gefährlich. Flammendorn, Rabenkraut, Rune. Gab's im Einser noch gar keine Kronstöckel? Daran erinnere ich mich gar nicht. Ah! Das wirst du auch zu spüren kriegen. Dude! Stop it! Okay. Okay, okay. Okay, ich hab's kapiert. Du wolltest es so haben! Was wollte ich? Hallo? Wir haben damals mehr ausgehalten. Vor allem den Wasserwagen, ihr lässt er mich verprügeln und sagt, hey, wir haben damals mehr ausgehalten beim Söldner. Nö, nee, jetzt reicht's aber. Du Penner, komm her. Boah. Das wirst du doch zu spüren kriegen, Bastard. So, jetzt bist du dran. Okay. Das sollte jetzt hoffentlich passen. Ich glaube, ich habe jetzt alle verprügelt, die mir was Schlechtes wollten. Also jetzt kann ich... Ihr seht es an den Tränken, ne? Jetzt kann ich einfach immer Tränke saufen. Jetzt ist es auch wurscht. Habe ich mehr als genug? Okay. Was sind das für Ringe, die ich bekommen habe? Ist da was Geiles dabei? Mana, Geschicklichkeit, Leben, Energie. Life, Energy. Das hättest du besser nicht getan. Der ist geil. Ring der Unbezwingbarkeit. Den ziehe ich sogar lieber an, das Schutz vor Waffen 10. Stärkebonus 10. Damit könnte ich diverse Waffen anziehen. Ich wusste es, dass der auch noch böse ist. Da ist ja auch noch einer drin. Hey du! Man muss sich auch nicht überall einmischen. Gott, das geht alles nach hinten los hier gerade. Wo kommt ihr denn alle her? Habe ich hier nur angezettelt. Ach, da steht der. Sag mal, was ist denn eigentlich das mit dir, Opi? Leidtun. Ich glaube, sie, die Gegner wollen sich das nicht mehr gefallen lassen, was ich hier mache. Erz. Hättest du besser nicht getan. Du Mistkerl. Komm her. Wirklich schöne Aussicht. Das war's jetzt. Ich seh's schon da hinten. Das wirst du noch bereuen. Oh no. Das hätte schief gehen können. Das wird dir noch sehr leid. Ja. Ich hab's kapiert. Okay, unter den Umständen sollte ich dann Auric und Lee doch auch schon wegmachen. Jetzt ist es eh schon zu spät. Jetzt habe ich sowieso schon das Lager auf mich. Das wirst du noch bereuen. Gehetzt. Ah, ihr zwei wart das. Boah.
Man muss sich auch nicht überall einmischen. Geschieht ihm recht. Okay. Interessant fand ich gerade, wie er die Zweihandwaffe gehalten hat. War das gerade ein optischer Bug oder? Hey. Lee? Man muss sich auch nicht überall einmischen. Okay. Okay, I guess. Was willst denn du jetzt hier schon wieder, hä? Haben wir es jetzt, ja? Oh Gott. Wir sind alle dran stehen. Okay, jetzt warten wir. Was ist euer Problem, ihr blöden Wassermagier? Man muss sich auch nicht überall einmischen. Okay. Das wird dir noch sehr leid tun. Also das geht gut, bis Gorn mitmischt. Dann bin ich tot. Oder was heißt tot? Ich kann mich halt nicht gegen ihn wehren, weil er unsterblich ist. Das wirst du noch bereuen. Wobei es sein könnte, dass er gar nicht mehr hier ist, fällt mir gerade so ein. Das wird dir noch sehr leid. Es könnte sein, dass er schon weg ist. Okay, die buggen jetzt alle. Obwohl sie sich die ja erst aktiviert haben. Komisch, na egal. Ist wurscht. So, Gorn, bist du schon weg? Ja. Waffe. Gorn ist schon weg. Das hättest du nicht getan. Wirklich. Das wirst du noch bereuen. Okay. Dann wäre das auch geklärt. Ich habe meinem... Oder, na, ich sage ja, hey, ich, du. Das stimmt ja nicht. Mein Charakter hat seiner Lust gefrönt, diverse Dinge zu tun. Ja, ich habe damit ja nichts zu tun. Das ist ja mein Held, mein Charakter. Der diverse... Entschuldigung? Entschuldigung? Man muss sich auch nicht überall einmischen. Du bist ein mutiges kleines Kerlchen, weißt du das? Wirklich schöne Aussicht. So, lieber Kronos. Waffe. Ah, ist unsterblich. Okay. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, dass er unsterblich ist. Ist doch okay, die Aussicht mit dem Stein ist nicht schön. Da hinten, wie er da gegen den Stein guckt. So. Durch das ganze Trara habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Hat er mir eine Karte gegeben für die Fokussteine? Ja. Ja, lustigerweise ein Pentagramm abgebildet, ne? Wer hätte das gedacht? Ich glaube, wir machen gleich den, der hier am nächsten ist. Mit Milton dürfte der sein. Beziehungsweise, ich glaube, ich gehe ins alte Lager erstmal. Und lerne jetzt Zweihandwaffen auf Meister. Dann habe ich jetzt nämlich tatsächlich das erreicht, was ich ja schon lange machen wollte. Und habe mich tatsächlich dran gehalten. Ich habe mich jetzt halt aufgrund der... oh, warte mal. Lefty. Die Bauern sehen durstig aus. Na, mein Freund. Mann, was willst du? Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Mhm, danke. Okay, dann, wie gesagt, ins Old Lager. Meister lernen. Und dann sind wir in der Nähe von einem anderen Fokus, also machen wir doch nicht den hier zuerst. Aber ist ja bewusst. In welcher Reihenfolge wir die machen. Glaube ich zumindest. Ich habe noch nie darauf geachtet, ob die Reihenfolge wichtig ist, aber rein logisch sollte es jetzt für mich nicht so sein, dass es da eine Reihenfolge gibt, die wichtig ist.
Ich hoffe jetzt übrigens, dass in den letzten Folgen mein Mikrofon einfach nicht wieder rumgespackt hat. Zumindest habe ich es nicht bemerkt. Und ich entschuldige mich dafür, für dieses Rauschen, was es manchmal hat. Das ist, ich habe keine Ahnung. Die Hardware ist einfach so bockalt. Maybe, also ich sage immer Mikrofon, aber es ist ja der Verstärker wahrscheinlich. Mikrofon macht ja keinen Ton. Es nimmt nur Ton auf. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht wieder ist. Aber ihr dürft mir das gerne immer in die Kommentare schreiben, sofern ihr Lust habt, wenn mal irgendwas mit dem Ton sein sollte, weil ich gucke mir tatsächlich nicht nochmal das gesamte Gameplay von mir an. Da würde ich total weggrinchen, wenn ich meine eigene Stimme die ganze Zeit höre. Bei einem Let's Play. Eigentlich brauche ich die gar nicht mehr, ne? Die EP ist wirklich relativ irrelevant. Aber ich mache jetzt auch nur noch die EP, die auf dem Weg liegt, den ich zurücklege, also. Hi. Ich werde jetzt nicht extra nochmal irgendwo hingehen, weil jetzt da zum Beispiel die Molaret da liegt nicht auf dem Weg. Die darf leben. Ich schenke ihr das Leben. Hi. 40 Lernpunkte für Zweihandwaffe. Das ist schon heftig. Dann muss ich das Amulett anziehen, das andere? Oder ich kacke auf die 2-3 Schaden, die das mehr sind? Für Gomez. Für Gomez. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Zunächst ändere deine Grundhaltung. Halte das Schwert aufrecht. Fasse den Griff mit beiden Händen und halte es seitlich am Körper. Schlage schnell von oben und lass die Klinge über deine Schulter gleiten. Nun hast du die Möglichkeit, einen schnellen Schlag nach rechts zu machen. Damit bietest du dem Gegner keine Chance, an dich ranzukommen. Sonst schlage wieder nach vorne von links oben, um so den Gegner zurückzutreiben. Eine schnelle Körperdrehung verleiht deinem nächsten Schlag die nötige Wucht, um den Gegner zu Boden zu zwingen. Falls das nicht ausreichen sollte, dann nutze den übrigen Schwung, um die Klinge noch einmal tanzen zu lassen. Geh nach deinem Angriff in den Block und suche eine Lücke, damit du erneut zuschlagen kannst. Abwechslung in den Kampfbewegungen und Positionswechsel sind der Schlüssel zum Sieg. Ich finde das Hammer, dass du nicht nur stärker wirst, sondern dass sie das auch beschreiben. In Gothic 2 ist es ja schon nicht mehr so, dass die das beschreiben, sondern du wirst halt einfach stärker. Das einzige Spiel, was das Trainieren oder das Stärkerwerden tatsächlich noch glaubwürdiger gemacht hat, war Knights of the Old Republic 1. Habe ich vorher noch zu Let's Playen. Also, ne? Stay tuned. Für Gomez. Da sieht man nämlich, ohne jetzt zu viel zu spoilern, da sieht man nämlich eine... In dem ersten Drittel des Spiels sieht man an einer Stelle eine eindeutige, sehr deutliche Charakterentwicklung. Die ist auch eine bessere Rüstung. Cineastisch dargestellt. Wenn die Zeit gekommen ist und du genug... Ich glaube, die kriege ich nicht, ne? Ich möchte eine schwere Garderüstung haben. Nur die höchsten Gardisten dürfen so ein... Okay. Wir sprechen uns noch. Okay. Bekomme ich hier mittlerweile schon die Rune? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Redest du jetzt eigentlich mit mir, Choristo? Mein Interesse halber. Weil ich ja jetzt Gardist bin. Sei gegrüßt. Nein. Du? Alles klar bei... Alles klar bei dir? Der ist richtig cool. Ist der Coole unter denen. Aua. Damarok. Sei gegrüßt. Du auch. Weißt du was? Mir reicht es mit euch. Blödmänner. Wenn wir schon dabei sind, gell? Also, wie viel Schadenunterschied ist das? Das sind 3 Schaden mehr. Lustigerweise ist Kriegerstimme einfach wesentlich mehr wert. Also ich schau mal, ich ziehe jetzt einfach mal tatsächlich das Amulett aus und ziehe das mit dem Stärke an und hoffe, dass ich nicht wesentlich mehr Schaden kriege. Weil ich ziehe ja doch ziemlich starke Verteidigungswerte aus. Also in seiner Haut? Sei gegrüßt! Machen die magischen Künste. Ja, Milton ist ja auch schon weg.
Okay, die haben aber nichts weiter zu sagen. Okay. Kann ich euch eigentlich irgendwas berichten? Ich meine, ihr habt mich ja darüber geschickt. Also ganz nebenbei bemerkt. Hallo. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin gern gut informiert. Die große Beschwörung hat stattgefunden. Du hast deine Sache gut gemacht. Ach, das war schon? Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Mhm. Darf ich Gomez ansprechen oder tötet er mich? Okay, er sagt einfach gar nichts. Bartolo. Hab ich dich noch gar nicht umgeklatscht, du hast noch eine Waffe in der Hand. Naja. Ich höre nicht mehr auf das Gehör. Ich will eine schwere Gardistenrüstung. Menno. Okay, dann machen wir jetzt tatsächlich das hier, das alte Kastell. Ne, nicht Kastell, die alte, die Kirchenruine ist es, glaube ich. Die machen wir jetzt als erstes. Oder Klosterruine hieß sie, glaube ich, nicht Kirchenruine. Tatsächlich, der hält die Waffe anders. Das ist dann aber auch durch die Mods, die ich installiert habe. Ich glaube, im 1er hat er die nämlich schon so gehalten wie auch im 2er. Er hält es sogar ganz kurz wie nach einem Schlag normal. Na egal. Ich finde jetzt nicht, dass es die Immersion zerstört. Aber dann habe ich mich nicht geirrt, weil die Meisterform vom einhändigen Schwert sah auch ein bisschen anders aus. Also die Stance, sag ich mal. Aua. Blutfliegen. Ja, komm her. Ich brauche ein bisschen Stärke, damit ich das Amulett wieder ausziehen kann. Mhm. Alter. Müsste ich dich, ich wollte gerade sagen, müsste ich dich mit der Zweihandwaffe nicht eigentlich treffen können? Was wir sowieso auch noch machen müssen, aber das muss nicht jetzt sein. Oder? Komm, wenn ich schon in der Nähe bin, dann können wir das eigentlich machen. Dann mache ich das sogar zuerst. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, wenn ihr genau so Gothic besessen seid. Wie ich. Ja, ist okay, knurr mir halt ins Ohr rein. Einfach Untermieter in meine Ohrmuschel. Es ist auch mal angenehm, einfach so wieder zu laufen, muss ich sagen. Dieses ständige Sprinten, das ist in der Neuzeit der Spiele irgendwann mal gekommen und irgendwie ist es nicht mehr wegzudenken. Da ist es mal angenehm, auch wieder einfach im normalen Tempo zu laufen. Speziell in der jetzigen Zeit, es ist ja immer so, es muss ja alles schnell, 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 schnell gehen. Das da unten lasse ich mal, weil ich bin mir nicht sicher, ob es klug wäre, das jetzt schon zu machen. Ihr werdet dann sehen, warum. Wenn es soweit ist.
So. Schön. No, lass mich da hoch. Oder hier erstmal? Nein. Oh oh. Okay. Ich glaube, ich muss erst danach hoch. Also wie gesagt, das ist halt lange her. Das habe ich zwar damals auch gemacht, aber da erinnere ich... okay. Da erinnere ich mich quasi an nichts mehr. Genaues. Das wollte ich sagen. Nichts mehr Genaues. Böses Skelett. Stirb. Now. Heil mich mal lieber voll. Oh! Wieso hat das Skelett gerade auf mich gezeigt? Habt ihr das auch gesehen? Ich hoffe übrigens, man hört den Ventilator im Hintergrund nicht. Es ist nämlich ein bisschen, ist ein bisschen warm draußen. Okay, ein bisschen nur. Okidoki. Krass, dass ich drei Schläge brauche mit der Waffe. Tränke, Reisschnaps, Fackel. Oh, hi. Hi. Also sie machen schon gut Schaden, aber im Zweier sind sie deutlich gefährlicher, die Skelette. Hey. Okay, hier wird's jetzt interessant. Das ist das, was ich meinte. Ich bin mit einer Zweihandwaffe nicht so gut. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Mit einer Zweihandwaffe bin ich halt leider nicht so gut. Mit einer Einhandwaffe würde ich das jetzt wahrscheinlich auf dem First Try machen. Ah, sie kommen schon. Sie halt nicht alle gleichzeitig. Das ist jetzt natürlich zum Vorteil von mir, für mich. Ne? Und anscheinend hat die KI auch gerade ein bisschen Aussätze. Aber an dem Laden lag es nicht, weil die sind erst danach aggressiv geworden. So, mein Freund, jetzt bist du dran. So, der hat nämlich das Chromanin. Mhm, das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Erzbrocken und Trank. Erzbrocken und Trank. Aber das konntet ihr euch sicher schon denken, dass ich jetzt deswegen hier bin. Zumindest die, die Gothic eben kennen. Ich werde es auch gleich lesen. Ich werde es lesen, sobald ich hier unten alles drauf habe.
Irgendwie hackt dieses nach links schlagen. Ein bisschen gerade. Deswegen kriege ich leider selber oft auf die Arme. Weil ich eigentlich schlagen will, aber es nicht schaffe. Vor allem die hauen, also diese Skelette hauen ja nur mit einem rostigen Schwert zu, ne? Das ist das Nächste. Gib denen mal eine gescheite Waffe in die Hand. Dann ist es komplett vorbei. Links oder rechts?